und hypnotisiert wird. Ja. Okay, das war alles auch schon erstmal, was ich wissen wollte, aber ich freue mich auf mehr. Viel Spaß mit deinem Vortrag. Danke. Ah, wunderbar, danke. Geht nicht. Mit Computerspielen umgehen können, aber zu blöd für einen Präsentationsdöngel sein. Wer von euch, also guten Abend erstmal, wer von euch spielt denn Computerspiele? Ja, sind relativ viele. Ich hoffe, das Security-Personal ist auf alles vorbereitet. Weiß man immer nicht. Seit ich über Computerspiele forsche, komme ich kaum noch zum Computerspielen. Deswegen nutze ich die Gelegenheit jetzt einfach, um jetzt was zu spielen. Nämlich dieses schöne Spiel namens Mountain. Ich muss das kurz vorbereiten. Ich habe mein Joypad mitgebracht. So. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. So, es geht los. Ja, jetzt werden einige wahrscheinlich verwirrt sein, weil ich mein Joypad gar nicht angefasst habe und der eine oder andere wird sagen, der Huberts, der ist gar nicht so mächtig, wie er sagt, weil er hat niemanden erschossen, er hat hier nicht gewonnen. Mountain ist tatsächlich so ein Spiel, was im letzten erschienen ist, wo es so ein bisschen die Debatte darum gab, ist das überhaupt noch ein Spiel oder ist das eigentlich nur ein gehypter Bildschirmschoner? Und die meisten einigen sich eigentlich darauf, es ist kein Spiel, man kann keine Tasten drücken, man kann nichts steuern, es ist einfach blöd und scheiße. Denn ein richtiges Spiel sieht so aus. Ja, in richtigen Spielen werden Terroristen erschossen und man drückt die ganze Zeit Tasten und man sammelt Punkte und am Ende gewinnt irgendjemand und alle anderen liegen im Staub. Das ist natürlich eher subjektive Einschätzung. Man kann sich auch tatsächliche Versuche anschauen, Computerspiel zu definieren. So einer der bekanntesten findet man in dem Buch Roots of Play von Katie Salen und Eric Zimmerman. Und die machen vier Eigenschaften aus, von denen die meisten in einem Computerspiel drin sein müssen, damit es ein Computerspiel ist. Zum Beispiel muss es unmittelbare, aber begrenzte Interaktivität bieten. Das heißt, man kann irgendwie was machen, aber man kann nicht alles machen. Man kann Informationen manipulieren. Das heißt, wenn man eine Taste drückt, dann kriegt man irgendwie Punkte oder ein Nazi fällt tot um. Eigenschaft 3, es muss ein automatisiertes, komplexes System sein. Also wenn wir vorm Schachbrett sitzen, dann ist da nichts automatisiert. Da muss ich schon von alleine was tun, damit es ein Computerspiel ist. Und für die Online-Gamer, es sollte sowas wie Kommunikation über Netzwerke drin sein. Wenn wir uns das bei Mount mal anschauen, dann sieht das relativ schlecht aus. Unmittelbare, aber begrenzte Interaktivität, naja, das war jetzt so ein bisschen verzerrt von mir. Man kann tatsächlich die Kamera ein bisschen drehen. aber das ist keine Manipulation von Informationen. Der Berg, der dreht sich von ganz alleine und da wachsen Bäume drauf, da muss man gar nichts für machen und die sterben dann auch wieder. Aber zumindest ist es ein automatisiertes, komplexes System. So viel kann man schon sagen. Kommunikation über Netzwerke, naja, ist kein Multiplayer-Spiel, okay. Spannend ist dann aber zu sehen, dass Windows 95 richtig gut abschneidet. Und wir wissen alle, dass das kein Spaß macht. Man muss überlegen, dass Computerspiele, Computersoftware und Computer sich sehr parallel dazu entwickelt haben. Das heißt, die Definition von Computerspielen ist sehr stark geprägt von so Software-Ideen. Das heißt, eigentlich muss man noch einen Schritt weiter zurückgehen und fragen, ja, Computerspiele können wir nicht so richtig beantworten, aber was sind Spiele? Haben wir auch ein Standardwerk. Homo Ludens von Johann Heusinger. Beim nächsten Science Slam dann ein Vortrag darüber, wie man diesen Namen richtig ausspricht. Das ist
heiß diskutiert in den Game Studies. Heusinger sagt, Spiele sind eine freie Handlung, man wird nicht zu gezwungen, sie sind nicht zu gemeint, außerhalb des gewöhnlichen Lebens stehend. Es gibt kein materielles Interesse, kein Nutzen, das sind schlechte Nachrichten für Berufsfußballer. Das ist kein Spiel mehr. Innerhalb einer bestimmten Zeit und eines bestimmten Raumes finden sie statt und sie finden nach bestimmten Regeln statt, über die man sich geeinigt hat. Da sieht Mountain schon viel besser aus. Es ist eine freie Handlung, nicht so gemein, kein materielles Interesse innerhalb einer bestimmten Zeit, eines bestimmten Raums. Nur nach den bestimmten Regeln wird es schwierig, weil man nicht so wirklich Regeln ausmachen kann. Das gilt allerdings nur, wenn man unter Regeln halt diese strengen, rigiden Regeln meint, die man von Computern kennt oder von Computerspielen allgemein kennt. Sowas wie, schieße 5-mal auf den Berg und du hast gewonnen. Das haben wir halt nicht. Hier gibt es nur Regeln, die man im Prinzip selbst mit dem Spiel ausmachen muss. Ich sage immer, in Mountain geht es darum, sich einen Berg anzugucken und sich dabei nicht zu langweilen. Und wer sich langweilt, hat verloren. Damit macht Mountain etwas ganz Ähnliches wie Kunst. Nämlich, es bricht bestimmte Erwartungen an etwas. Und witzigerweise heißt Mountain auch fast so ähnlich wie Fountain von Marcel Duchamp. Wir kennen das alle, das Pissoir. Quasi ein Industrieprodukt, das Marcel Duchamp 1917 einfach ausgestellt hat in der Kunstausstellung und was auch die Ideen davon erweitert hat, was Kunst sein kann. Es muss eben nicht unbedingt ein kreativer Akt sein, man kann irgendwas nehmen, schreibt seinen Namen drauf und dann ist es Kunst. Früher war aber auch klar für alle, es ist keine Kunst und heute ist klar, doch, es ist Kunst. Wie kriegt man nun doch irgendwie diese Passivität und dieses Nichthandeln im Computerspiel irgendwie in Einklang mit der Idee von Computerspielen, die wir haben. Ich nutze dazu dann immer die Philosophie, die Ästhetiktheorie und am liebsten von Gernot Böhme. Der schreibt nämlich, Wahrnehmung ist eine Weise da zu sein, so wie Handeln eine andere. Während dem Handeln das eigene Dasein spürbar wird durch den Widerstand, den das Handeln erfährt, so wird in der Wahrnehmung das eigene Dasein spürbar dadurch, dass man getroffen wird, dass man der Welt ausgesetzt ist und mit dem Wahrgenommenen mitschwingt. Was so viel heißen soll wie, wir müssen nicht unbedingt Knöpfe drücken, um uns in einem Computerspiel präsent zu fühlen, um das Gefühl zu haben, wir erfüllen da irgendeinen Zweck oder nehmen irgendeine Rolle ein. Und wenn es nur ist, der Beobachter eines Berges zu sein. Damit das nicht so abstrakt ist, schauen wir uns ein anderes Spiel an, nämlich Heavy Rain. Das ist eigentlich eher ein Thriller, da werden Körperteile abgehackt, Menschen werden erschossen. Aber am Anfang macht man noch schön Kindergeburtstag und spielt mit den Kindern. Und es gibt diese schöne Schwertkampfsequenz. Und wenn man ein richtig guter Gamer ist, drückt man natürlich alle Tasten, die eingeblendet werden. Was darin endet, dass man seinen Sohnemännern ordentlich auf die Mütze gibt und die irgendwann richtig angepisst sind. Was man hier plötzlich lernen muss in dem Spiel ist, halt, es geht gerade gar nicht darum, aktiv zu sein und die coolste Sau, sondern eigentlich sollte ich nichts machen. Das sehen wir hier immer, wenn so eine Taste eingeblendet wird und sie rot wird, hat der Spieler im Prinzip nichts gemacht. Er hat sich dafür entschieden, passiv zu bleiben. Und erst in diesem Moment, wo der Spieler nichts macht, wo er sich entscheidet, ich schaue jetzt einfach nur zu, erst in dem Moment kommt ein vernünftiges Spiel zustande. Genau. Das könnte man jetzt noch systematisieren. Ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit. Man merkt diese Entwicklung in vielen Computerspielen. Wir haben jetzt sowas wie Pro Toys, ein Spiel, wo man nur über eine zufallsgenerierte Insel spazieren kann und wo es genauso wie bei Mountain ist. So im Prinzip ist es der Insel egal, ob man da ist oder nicht. Und gleichzeitig haben wir auch Spiele, in denen es ziemlich egal ist, was wir als Spieler machen, weil wir eigentlich nur scheitern können. Das hier ist Octodad. Hier übernimmt man die Rolle eines Oktopus, der inkognito unter Menschen lebt und da er ein Oktopus ist und man alle Arme gleichzeitig steuern muss, ist selbst das Kaffeekochen eine riesen Herausforderung und man legt eigentlich die ganze Küche in Schutt und Asche. Was sind nun also Computerspiele? Wir wissen es leider noch nicht. Computerspiele sind mitten in einer Entwicklung. Also man merkt es immer wieder, werden immer wieder neu erfunden. Der Medienwissenschaftler Ian Bogost hat mal geschrieben, Videogames are a mess. Und das ist bislang so meine annäherungsweise beste Definition. Das Wichtige ist bei Definitionen über Computerspielen ist, dass man sich ein bisschen zurückhält. Hätte man beispielsweise im Film gesagt, wir sagen jetzt auch zu Beginn des Films, Ende des 19. Jahrhunderts, das ist Film, dann würden wir uns auch bis heute noch
Filme anschauen von einfahrenden Zügen, nur mittlerweile in 3D und 4K-Auflösung. Und damit bin ich fertig. Vielen Dank. Vielen lieben Dank dir und